Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Riding Out Beta. Ja, Dior knabbert hier genüsslich an ihrem nicht vorhandenen Heu, was hier liegt. Ja, an der Einstreu. So, wir basteln... sehr schöne Hinternansicht. wir basteln jetzt heute ein bisschen an den Paddocks weiter. Heute Abend im Stream werden wir natürlich auch noch wieder basteln und jede Menge Fragen beantworten. Aha, ja. Oje, eh schon wieder. Und ich hoffe, ich kann jetzt die Fragen lesen, weil mein Kugelschreiber, mit dem ich die sonst mal aufgeschrieben habe, langsam aber sicher den Geist aufgibt, das blöde Teil. Und jetzt muss ich hier gerade echt mal schauen. Irgendwo so da müsste dieser Klotz hin. Ich kann kein Schweizerdeutsch, aber ich höre es gerne. So. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier... Oh, nee, falsch. Was mache ich denn hier? So, das hier brauche ich. Hello. So rum. Und so. Und ungefähr so auf diese Höhe hier. Und ich, ja, sehr gut, es geht, es geht, es geht, es geht. Es ist nicht mitten irgendwo drin. Sehr gut. Wunderbar, jetzt kann ich das hier auch direkt hier noch ranpatschen. Ja. Und. Hier einen Ticken höher. Ja. Tada! Okay, da unten ist es ein bisschen versetzt. Aber das können wir wieder mit diesem, mit dem Fall hier, mit dem Paul, wie auch immer, können wir das hier, können wir das ausbessern. So. Nee, was ich jetzt sagen wollte, ist nämlich der Kugelschreiber leer geworden mittlerweile. An vielen Fragen ausschreiben. Ja, und deswegen habe ich jetzt meinen Füller genommen. Den hatte ich aber vor kurzem erst so ausgewaschen, weil er so gekleckst hat. Und ja, jetzt schreibt die rote Tinte einfach mal rosa. Sehr gut. Also, erste Frage war, kann man Pferde führen? Das ist eine Frage, die schon sehr, 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 sehr oft gestellt wurde, die ich schon recht häufig beantwortet habe. Ich beantworte sie trotzdem nochmal. Auch wenn jetzt schon geschrieben wurde, die ganzen Fragen, das wiederholt sich alles. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich recht viel, was ich wiederhole, was ich mehrfach schon erzählt habe. Es kann natürlich auch immer wieder vorkommen, dass Leute jetzt neu dazukommen, sich jetzt gerade erst für Riding Out interessieren und dann kommen natürlich solche Fragen nochmal auf. So. Ich bemühe mich trotzdem, das nicht zu uninteressant zu gestalten für diejenigen, die schon länger dabei sind. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Also, ja, man wird Pferde führen können und man kann sogar Pferde als Handpferd mitnehmen. Dass sie neben einem herlaufen, wenn man selber schon reitet. Das ist jetzt aktuell noch nicht drin, wird aber reinkommen. Dann kam die Frage, wie viele Pferde habe ich? Das können wir auch gerade direkt, kann ich euch das mal zeigen? Können wir mitzählen hier? Also, Desperados 1, Gandalf 2, Dior 3, Coffee 4, Nacho 5, Lausejunge 6 und hier hinten haben wir noch Odessa 7. Ein Pferd habe ich momentan noch nicht gezähmt, das sieht genauso aus wie mein Desperados, deswegen habe ich es auch aktuell noch nicht gezähmt. Und weil der dann natürlich hinten in die Boxen kommt und ich möchte die erst fertigstellen, bevor ich hier dann Pferde reinpacke. Das möchte ich wirklich erst fertig haben. Mir fällt gerade auf, wir könnten hier eigentlich mal noch hier die Boxenwände reinstellen. Und ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich die Boxenwände noch einfärbe. Das werde ich noch entscheiden. Ich möchte erstmal hier wirklich außenrum alles fertig haben an den Boxen. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir die vielleicht noch einfärben. So, also 7 Pferde sind es, wie gesagt. Und hier hinten habe ich die Rampen noch nicht ausgetauscht. Ja. Ach komm, das machen wir. Wir machen jetzt erstmal hier die Paddocks fertig. Also langsam werde ich hier so ein bisschen unstrukturiert. Das ist nicht gut.
Nächste Frage. Kann man das Sofa und den Ofen und so weiter und so fort färben? Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert wieder. Im Editor ging es nicht. Ich versuche mal, ob ich es weiß färben kann. Nein, das funktioniert nicht. Und auch den Ofen nicht. Das funktioniert also nicht. Nächste Frage. Ob man die Boxen ausmisten können. Ob man die Boxen dann irgendwann ausmisten kann. Ich glaube nicht, dass das gehen wird, weil wir an den Boxen nicht wirklich so eine Einstreu haben, die wir wirklich da reinmachen. Das ist ja eine Bodentextur. Ich weiß es nicht, ob da noch irgendwas reinkommt, ob da noch irgendwas geplant ist. Ich werde mal schauen, dass ich dran denke, da heute Abend die Caro nochmal im Stream zu fragen, wenn sie wieder dabei ist. Oder generell, sollte sie keine Zeit haben, dann frage ich sie trotzdem nochmal. So. Und die nächste Frage war auch eine sehr, sehr häufige Frage schon. Und zwar, ob man die Pferde pflegen kann und ob man sie füttern kann. Das geht alles, wird auf jeden Fall alles gehen. Das Füttern geht quasi jetzt schon. Es ist mir nämlich mal passiert, dass ich aus Versehen mein Pferd mit einer Axt gefüttert habe. Ja, mit einer Axt. Ich gehe mal kurz aus dem Baumodus raus. Wie ihr hier seht, haben die Pferde schon eine Anzeige für Hunger, Durst, Bindung und Hygiene. Und daraus kann man eben schließen. Wie gesagt, das Füttern geht jetzt schon. Trinken können sie aktuell noch nichts. Bindung aufbauen kann man momentan noch nicht. Und putzen kann man auch noch nicht. Aber wie gesagt, an diesen Balken, sage ich jetzt mal, nenne ich es mal, kann man ja schon sehen, dass es auf jeden Fall noch geplant ist. Dann die nächste Frage war, ob man selber seinen Pferden Brandzeichen geben kann. Damit, wenn man jetzt irgendwas ganz Tolles gezüchtet hat, dass das dann nicht einfach jemand faked und nachmacht. Das war für mich persönlich auch eine sehr wichtige Sache, dass man das irgendwie unterscheiden kann. Weil manche von euch haben es ja vielleicht mitbekommen. Ich habe da ja so ein paar mehr Probleme in Star Stable. Und deswegen war mir das eben auch wichtig, dass man da nichts faken kann. Brandzeichen wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Das ist einfach eine Sache, die ich hier verbockt habe. Weil der Paddock muss hier ein bisschen größer sein. Das ist einfach eine Sache, die ein bisschen zu schwer zu programmieren ist. Weil da müsste ja quasi, nicht jeder kriegt es vielleicht hin, dass es auch wirklich entsprechend, oder es geht auch nicht für jede Farbe zu machen, dass man, oder man müsste es dann für jede Farbe machen, dass es so eine Schattierung gibt. Weil man kann ja schlecht in dem Feld einfach so ein, was weiß ich, dass man hier eine PNG-Datei reinlädt und sagt, so, das ist jetzt das Brandzeichen. Und stellt euch mal vor, dann hätte das Pferd einfach mal so ein orangenes Z mit Ausrufezeichen auf den Popo geklatscht. Das sah ja total doof aus. Sowas wird es nicht geben. Es wird aber sehr wohl etwas geben, wie man das unterscheiden kann, ob das Pferd nun wirklich von, sagen wir mal, von mir gezüchtet ist oder von jemandem, der sich nur als ich ausgibt. Ich nehme jetzt gerade einfach mal mich als Beispiel. Ihr könnt es natürlich auch auf euch beziehen. Und zwar wird man ja in dem Online-Modus, da man ja quasi die Namen alle doppelt und dreifach vergeben kann, da man das ja vergibt, vergibt, wenn man sich im Einzelspieler-Modus, wenn man da anfängt. Und da wird man eine Nummer bekommen, die dann hinter dem Namen hintersteht, die wird automatisch generiert und bleibt dann dieselbe. Daran kann man es einmal unterscheiden. Aber das wäre natürlich sehr umständlich, wenn man dann jedes Mal gucken müsste. Deswegen wird es auch Zuchtkürzel geben. Da habe ich lange, lange, lange immer dem Team geschrieben, bitte, bitte bringt Zuchtkürzel. Und letzte Woche hat die Caro gesagt, ja, wir machen das mit den Zuchtkürzeln. Oh je. Ist das hier? Ja, nee, ja, doch. Das wird spannend mit dem Busch. Das wird sehr spannend. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal so. So, und jetzt setze ich hier wieder meine. Meine Pfähle hin. So. Da kommt noch einer hin, dass ich hier so ein bisschen eben mehr die Übersicht habe, den Überblick. Wo wie was hinkommt. Oh Gott. Da ist ein halber.
da. Oh Gott. Das versaue ich doch jetzt hier. Und da. Das müsste sogar gehen. So, jetzt haben wir nämlich wieder unsere Markierung. Zack, wo es rumgeht. Also mit dieser Möglichkeit wird man das dann quasi sichern können, dass da keiner irgendwie irgendwelchen Blödsinn mitmacht. Jetzt muss ich mal gerade gucken, welcher Paddock auf der anderen Seite der größere war. Der hier war länger. Das heißt, ich habe aber hier, jetzt habe ich nach hier habe ich 5 Türen. Haha, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und dann nach vorne nur 2 Türen. Und hier habe ich 4. Das ist jetzt natürlich doof. Dann müsste ich das ja jetzt komplett nochmal umändern. Ja, komm. Ändern wir es um. Das heißt, wir setzen jetzt da noch eine Wand rein. Da kommt noch so ein Teil hin. Weil ich möchte schon gleichmäßig haben. Das ist mir wichtig. So, aber nächste Frage. Können sich Pferde ungewollt paaren? Jawohl, ja, das können sie. Es ist natürlich so eine Frage, ob das ungewollt ist, wenn man das schon weiß, dass das geht. Aber Achtung, sobald ihr einen Hengst und eine Stute zusammen auf die Weide stellt, kann das passieren. Auch wenn ihr vielleicht mit diesen beiden dann gar nicht züchten wollt. Aber wie gesagt, es kann dann natürlich passieren. So, jetzt mache ich hier das Dach hin. Hallo? So, genau, da wollte ich hin. Nee, warte mal, das hier muss dann weg. Ja, genau. Zack. Jetzt mache ich das, wenn ich hier gerade schon einmal dran bin, mache ich das hier auch noch. Weil dann können wir das hier nämlich wieder einfärben. Also für diesen Tipp bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, perfekt. So, also, ja. Ungewolltes Paaren ist möglich. Dann kam die Frage, ob es eine Auswahl an Decken, Sätteln und Trensen und so weiter geben wird. Auch die wird es geben. Wird natürlich am Anfang ein bisschen begrenzter sein, vielleicht mit einem Starter-Set oder sowas. Aber es wird natürlich irgendwann Auswahl geben. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr einen Stil quasi hier hingeklatscht bekommt und dann quasi gesagt wird, ja, seht mal zu, dass er damit zurechtkommt, mehr gibt's nicht. Nein, also es wird schon verschiedene Stile geben. Die Paddocks sind jetzt alle irgendwie sehr klein. Jetzt wird der hier riesig. Shit. Ja, dann wird das hier halt wirklich ein Riesen-Paddock. Hat dann das Pferd Glück, was da reinkommt. Ah je. Ja, da habe ich mich ein bisschen verbaut. Ein bisschen verbaut habe ich mich da. Dann mach mal den hier. Wir könnten auch den hier, dann sind beide, dann haben zwei Pferde einen etwas größeren. Ist vielleicht schöner für die Pferde. Ja, und so kommen dann immer wieder neue Sachen hier dabei raus. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt das hier erstmal wieder. Muss ich aber wieder gucken. Das habe ich eigentlich ein bisschen zu niedrig gemacht. Das passt mir so nicht. Das muss ich nochmal anpassen hier. So. Vielleicht kriegen wir das hier mit dem Paddocks dann im Stream fertig. Ich hoffe, dass wir es im Stream fertig bekommen. So, machen wir das hier lieber ein bisschen höher. Kann das sein, dass hier hinten... Ja, klar, es kann natürlich sein, wenn hier hinten der Boden vielleicht ein bisschen höher kommt, wonach man das hier aussieht, dann ist es natürlich... kleben dann diese Pfosten hier näher am Boden dran. Das ist natürlich ein bisschen blöde jetzt. Naja. Das ist... dumm gelaufen. Da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Das hier jetzt so anzupassen,
Ja, ich glaube so. Naja gut, dann versinkst du halt ein bisschen im Gras. Ich würde sagen, eine letzte Frage machen wir noch. So, ich setze es dann hier vielleicht so. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen basteln. Die untere Reihe würde ich schon ganz gerne noch fertig bekommen. Das ist gerade nämlich so ein bisschen so eine nervige Friemel- und Fummelarbeit. So, also eine Frage wollte ich ja noch machen. Und zwar wird es Hindernisse wie Steilsprünge, Ochser, Wassergräben und so weiter geben. Und ob auch die Stangen fallen werden. Das haben auch einige gefragt. Von daher ist das jetzt auch eine Sache. Sperr die Lausche auf. Das interessiert einige. Und ja, es wird unterschiedliche Hindernisse geben. Da hatte ich extra die Caro nochmal wegen gefragt, was da geplant ist. Und oh Gott, hier der Busch, der nervt aber. Der nervt tierisch. Der ist ultra bescheuert da an der Stelle. Ich kann überhaupt nicht sehen. Wisst ihr was? Das machen wir bei Tag, weil das ist mir ein bisschen zu dunkel an der Stelle. Also es wird verschiedene Hindernisse geben, ja. Die Stangen werden zunächst noch nicht fallen können. Die sind erstmal fest, auch wenn man dran kommt. Aber das heißt nicht, dass es für immer so sein wird. Das hatte mir die Caro nämlich schon so gesagt, dass es durchaus sein kann, dass da dann noch was dran verändert wird, dass auch die Stangen runterfallen. Ich persönlich würde mich da sehr drüber freuen, weil das ist für mich schon eine Sache, die ist wichtig. Die macht das Ganze einfach um einiges realistischer. Und das wäre schade, wenn die Stangen massiv bleiben würden. Ich meine, klar, wenn dann Vielseitigkeit reinkommt, dann ist klar, die Hindernisse sind nun mal massiv, die sind statisch, die sind fest. Bis auf eine Hecke, die vielleicht mal nachgibt, wenn man da das Pferd da mit den Hufen so durchwischt. Aber die Baumstämme und sowas, das gibt natürlich nicht nach. So, ziehen wir das hier noch. Oh. Das wird doch hier. Zack. Och nö, der Busch, der nervt. Du bist blöd, Busch. Hier müsste ich jetzt mal mit der Heckenschere dran. Ach komm. Dafür sieht man das auch nicht, wenn da jetzt das der Balken vielleicht ein bisschen blöde hängt. So, Fragen mache ich keine mehr für heute. Ich würde das hier jetzt, wie gesagt, ganz gerne noch da reinpassen. Ja, oh, sehr gut. Es passt sogar genau so gerade noch. Was ist hier ein bisschen näher? So. Und das hier machen wir dann auf jeden Fall im Stream nachher noch, wenn es ein bisschen heller ist, wieder wenn Tag ist, dann machen wir das hier mit den Paddocks noch fertig. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ja, Mensch, das nimmt doch langsam Gestalt und Form an hier. Da bin ich sehr zufrieden, wie das aktuell läuft. Nee. Oh, hier komme ich gar nicht mehr drüber. Lausejunge. Du bist wirklich ein kleiner Lausejunge. Ah, der ist süß. Okay, das war jetzt schon wieder eine recht lange Folge. Wir sehen uns heute Abend, wenn ihr mögt, im Stream auf Fitbox 19 Uhr. Fragen wie immer in die Kommentare. Wenn ihr sie im Video beantwortet haben wollt, schreibt es bitte dabei. Stellt euch aber auf Wartezeiten ein. Wenn ihr nichts dabei schreibt, dann beantworte ich sie direkt unter dem Video in den Kommentaren. Und dann vielleicht bis nachher. Ansonsten bis morgen. Tschüss!